Der Winkel ist die kinematische Grundgröße von Rotationen. Jeder Winkel besteht aus zwei Strecken oder Schenkeln. Diese beiden Strecken weisen einen gemeinsamen Drehpunkt auf. Wir zeichnen diesen Drehpunkt hier in der Mitte des Kreises. Unser erster Schenkel ist hier. Hier zeichnen wir unseren zweiten Schenkel ein. Jeder Punkt dieses Schenkels in Rot hat hier einen gewissen Weg zurückgelegt. Daraus ergibt sich ein Winkel. Dieser wäre in diesem Fall 90 Grad. Da ein Winkel das Verhältnis von zwei Längen ist, ist der Winkel an sich eine dimensionslose Größe. Es wurden sogenannte Pseudodimensionen eingeführt. Hierzu zählen Rad, das Bogenmaß und Grad. Das Formelzeichen lautet Phi.